Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Visage im Haus des Schreckens, des Irrsinns. Ich bin schon, glaube ich, komplett am Ende. Wir müssen der Dolores jetzt den Spezialtier geben. Ich habe eigentlich schon überhaupt keinen Bock mehr, mit der Frau überhaupt zu reden. Die nervt mich. Ach nee, ich bin falsch. Ich weiß auch schon gar nicht mehr. Ganz ehrlich, ich habe auch komplett die Orientierung verloren. Ich glaube, da hinten war das, ja. Ja, dieses Haus ist so verwinkelt. Es werden immer mehr Gänge und Räume und. Ah, so, und wahrscheinlich bringt sie uns zum Dank jetzt um. Haben wir eigentlich schon mal die Schränke hier aufgemacht? Nö, ne? Das muss ich jetzt mal kurz machen. Ich drücke mich vor der lieben Dolores. Gebe es zu. Aber hier ist nichts, ne? Schade. Schade, Schokolade. Mal hier auch. Hier kann man nichts aufmachen, ne? Schau mal. Oh. Aber jetzt zug mal. So, Dolores, ich hab vielleicht eventuell. Jetzt ist er weg. Ich hab dein Spezialtier, Dolores. Vorsicht, das Wasser darin ist heiß. Ja, hier, guck mal. Ach komm, ey. Tab. Muss ich jetzt wieder irgendwas ablegen? Und das? Dolores, ich würde dir gern. Funktioniert nicht. Ah, oh, wisst ihr, das ist ein bisschen, also dieses Inventar, ja, Entschuldigung, ich muss mich in jeder Folge, muss ich mich darüber aufregen, weil ich es kann und weil es mich nervt. Oh. Wir merken uns, es liegt da. Kann ich den jetzt nicht benutzen hier? Dolores, ich würde dir deinen Tee ja gerne zubereiten, aber ich weiß nicht, wie hier. Kann hier verwenden? Das kannst du hier nicht verwenden. Kann man das in dem komischen Teil da verwenden? Das kannst du da auch nicht verwenden. Kann ich es in dieser Superdasse hier verwenden? Nee, kann ich es auch nicht verwenden. Ach, keine Ahnung. Jetzt habe ich den tollen Spezialtee. Dolores, ich habe da den super Spezialtee für dich. Huch. Ich würde jetzt gern, hoffentlich beamt er dich zurück ins Jenseits und du kommst nie wieder. Winter irgendwas. Winter White irgendwas. Ja, Und jetzt ist er auch noch weg. Ja, Dolores, jetzt bin ich extra losgegangen und hab dir den leckeren Tee geholt. Und du bist nicht da. Nichts geht hier. Was mache ich denn jetzt mit dem Tee? Kann ich ihn nicht verwenden. Mich setzen? Nee. Muss ich auch hier rein tun, oder? Das kannst du ja nicht verwenden. Warum? Habe ich da noch irgendein Level für oder so? So ein T-Sieb. Hau halt einfach den Tee da. Nein, das merkt die eh nicht mehr. Wenn du den mit den ganzen Blättern da reinschmeißt. Ja. Dolores, wo bist du? Ich hab deinen Tee. Geht. Ich hätte auch mal putzen können. Ja, was mache ich jetzt? Das läuft ja jetzt wieder hier grandios. Hier so eine Schublade aufmachen? Nö.
Kann gar nichts. Ja. Okay. Was wohl mit meinem Supertee? Also der Wille war da. Haben wir eigentlich die Kassette schon angehört? Nee, ne? Ich verstehe es nicht. Aber also irgendwie, das ist eh die Bedienung des Todes. Wirklich, die kommt direkt aus der Hölle. Ah, ich weiß nicht. Ja, sorry, Dolores, der Wille war da. Wir hören jetzt erstmal die Kassette an. Ich weiß gerade nicht, wie es funktioniert. Ah, maybe muss ich noch mal gucken. Also, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen talentfrei für dieses Spiel, habe ich schon festgestellt. Ach, warte mal, wie kam ich denn da wieder zurück? Bin ja hier auch irgendwie reingekommen, ne? Durch irgendeine Tür. Können wir eigentlich mal den da ablegen? Ach so, warte mal. Mein Freund, die speichern aktuell nicht möglich. So, wie kann ich denn dich jetzt da rein? Aber ich glaube, so sollte das nicht sein, ne? So war das auf dem Bild da irgendwie nicht. Das funktioniert ja hervorragend. Hervorragend. Wirklich. I'm very begeistert. Okay. Wir müssen anscheinend doch erstmal der Dolores ihren Tee machen. Komm, wir nehmen mal eine. Wir gönnen uns noch mal ein Tablettchen. Dolores, ich habe einen Tee. Ich weiß aber nicht, wie ich den zubereite. Kann das nicht. Kann ich eventuell jetzt mal das. Warte mal. Feuerzeug nochmal. Ich kann sie nicht lagern. Er nutzt die hier gar nichts. Kannst du bei Hände. Ja. Wunderbar. Lass mal fallen. Also er liegt hier. Lass mal fallen. Also es ist wahrscheinlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen, aber. Alles klar. Es ging nicht, wenn man was in der Hand hält. Also Leute, das ist ja. Also, Lea. Ich sag mal nichts. Das Inventar ist echt schräg. Schau mal, Dolores. Ich hab dir einen schönen Tee gemacht. Danke. Danke. Das war mir so klar. Zum Dank hat sie uns erschlagen. Ich wusste es. Das kam zu spät. Hat die uns in irgendeine Gefriertruhe gepackt? Ja, ne? Du läufst was echt an der Klatsche. Nee, die hat uns in den Ofen gepackt, ne? Dolores, du bist echt nicht mehr ganz knusper. Guck mal, da liegen noch meine Tabletten. Sind wir vielleicht der Mann von Dolores? Wir sind ja irgendein Mann. Siehst du, ich habe gewusst, wir sollen der kein Spezialtier geben. Das hat die überhaupt nicht verdient, die Olle. Ah, aber guck mal. Sehr schön. Das ist nämlich, glaube ich, ein Teil, was wir brauchen für das Dingsda-Bumster. Ja. So. Das ist jetzt nutzlos. Okay.
Ach, wisst ihr was? Das macht mich ein bisschen. Wie kann ich denn das einlagern, das Teil? Okay. Wir merken uns mal, der liegt da. Können wir den jetzt wieder mitnehmen? Nee, ne? Also, wir haben zumindest jetzt schon mal einen Teil vom Mobiliar und wir haben ein Brecheisen. Da kriegen wir bestimmt jetzt da. Ah, warte mal. Speichern. Speichern aktuell nicht möglich. Warum? Die olle Schreckhexe ist doch hier noch irgendwo. Ah, jetzt ist der Vorschlag. Danke. Können wir jetzt auch wieder speichern? Weil es aktuell nicht möglich. Ach so. Da drücken, ne? Ich dachte, er springt jetzt automatisch da hoch. Sind wir George? Sind wir der Mann von Dolores? Dann sei froh, dass sie weg ist. Obwohl, sie ist ja nicht wirklich weg. Spring raus! Renn weg um dein Leben. Lass uns einfach verschwinden. Ist alles besser, als hier drin zu sein. Boah, was haben wir jetzt? Kompass. Halt mir den jetzt immer. Okay. Und was sagt er uns jetzt? Nix. Können wir jetzt speichern? War jetzt aktuell nicht möglich. Oh, Leute. Ich weiß nicht, was dieser Kompass mir sagt. Wie kommen wir denn eigentlich wieder hoch? Da kamen wir ja nicht hoch, ne? Also. Wie kamen wir denn hier wieder raus? Gar nicht, ne? Das ist unser Vorschlagkammer. Also durch das Abflussrohr kamen wir wieder. Ach komm, dann machen wir nochmal den schönen Jump durchs Abflussrohr. Wer kennt's nicht? Wer springt auch nicht freiwillig in so eine Kloake rein? Geronimo! Hallo Dolores, ich weiß nämlich den anderen Weg nicht. Na, alte Schreckschraube. Ich habe ein Mobiliarteil. Das wäre. Haben wir das eigentlich? Ja. Ein Sternchen. Gequassel. Was für ein Gequassel. Weißt nur, dass Dolores hier wieder irgendwo ist, ne? Alter. Er will da unbedingt gucken. Speicher ist aktuell nicht möglich. Das heißt doch nur, dass Dolores jetzt hier gleich wieder. Hast du mitbekommen, was völlig abgedrehte alte Hester gemacht hat? Mikrowelle. Oh, ich weiß, die krebserregende Mikrowellenteil. Du hast so einen Röntgen, das ist wieder so keiner zu. Hey, ich bin der Röstkommentator. Echt leid. Egal, ich habe jedes Mal gehört, dass sie völlig nackt im Haus herumläuft. Wie eine verdammte Hure. Halt doch endlich die Klappe, ich versuche hier eine mit zu Schlaf einzunehmen. Atemgeräusche, ne? Also entweder sind es unsere oder Dolores steht schon wieder im Nacken. Konnte jetzt nicht so schnell hören, was lesen, was der Kühlschrank sagt. Na, ich bin hier gespannt, schieß los, du Hörni. Denk daran, du wirst dich nicht mehr los. Ich vermute ganz stark, wenn du Neuigkeiten hast, dann. Das ist ein bisschen blöd, weil wir haben immer die Atemgeräusche. Hör auf, uns.
habe gehört, haltet euch jetzt fest, jetzt kommt's, Achtung. Ich habe gehört, dass sie die Alte ihren Mann kaltblütig ermordet hat. Und nur das, ich habe auch gehört, dass sie das ganze 7 Messer in die Brust gestochen hat und dass er noch tot in seinem Büro sitzt. Na, da staunen die, oder? Ja, den haben wir schon gefunden. Nee, wir sind nicht verrückt. Überhaupt nicht. Meine Küchengeräte machen das auch immer. Eure nicht? Haben wir eigentlich jedes Messer? Wir mussten ja noch ein Messer mitnehmen, ne? Wo ich mir jetzt gerade wieder an den Alten erinnert habe. Hier ist aber kein Messer, ne? Gottes Willen, das ist schon ein bisschen spooky hier alles. Hier ist wieder das Licht aus. Choloris, hast du das Licht ausgemacht? Ach, hör auf, ständig zu klingeln. Du gehst mir auf den Nerv, ey. Ich ignoriere das. Da kannst du vor der Tür stehen und verschmoren. Ist mir scheißegal. Ist mir kackegal. Ich höre dich nicht. Kannst da draußen verrecken. Entschuldigung. Ja, ist keiner da. Betteln und Hausieren verboten. Mal ich jetzt da dranhängen? So, eins, wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4 brauchen wir noch. Endlich könnte man speichern. Können wir nochmal speichern? Schnell speichern. Sicher ist sicher. Vielleicht hat er vorher nicht richtig gespeichert, ne? So. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen müssen. Ich habe vollkommen, echt, ich bin very lost. Ich habe alles vergessen. Ja, da müssen wir noch ein Messer finden. Ich blicke halt, was ich nicht so ganz durchblicke, ich glaube, es sind halt zwei unterschiedliche Familien, ne? Es ist einmal Dolores, die Schreckschraube, und dann die Familie, die hier gewohnt hat. Ah, hast du das Licht irgendwo ausgemacht? Ja, du bist so lustig, du blöde Zumpel. Was kann man denn mit dem Ding machen? Weiß ich nicht. Und ich glaube halt... Ja, du bist voll lustig, Dolores. Voll. Die andere Familie. Also, die Familie hier, oder? Ich glaube nicht, dass das halt ein und die gleichen sind. Obwohl, warte mal, stand da nicht? Darwin. Darwin, sie hat vorhin doch auch was, wo ich den Tee da gebracht hat, hat sie doch auch was, hat sie uns doch mal dann kurzzeitig mit Darwin angeredet. Also ich glaube, oh, du nervst mich, ist mir total egal, ob du da vor der Tür stehst. Das ist die ursprüngliche Familie und wir sind vielleicht der Mann. Maybe. Ach, Dolores, du alte Schreckschrauben, du Olle. Sehe dich. Mein Verstand nimmt rapide ab. Wirklich? Weiß gar nicht warum. Das ist doch aber Dolores, oder? Oder ist das eine andere? Ich blick schon gar nicht mehr durch bei den vielen Leuten hier. Sieht ein bisschen anders aus als Dolores, oder? Die sieht ein bisschen jünger aus. Warte mal. Ich will das gerne tauschen. Ich würde das gerne aufnehmen. Geh mal kurz. Achso. Es ist nichts mehr drin, deswegen geht das wieder nicht. War hier eigentlich noch? Warte mal, hier. Hatten wir hier noch irgendwelche Tabletten oder irgendwas? Da brauchen wir ja noch einen Schlüssel. Oh Gott, ey. Werden es jetzt immer mehr irgendwie von diesen schrecklichen Frauen? Weiß auch nicht. Haben wir eigentlich schon irgendeinen Fortschritt erreicht? Nee, ne? Oh Gott.
Leute, es läuft. Guck mal. Da bräuchten wir jetzt, weil damit können wir wahrscheinlich nicht schlagen, ne? Ja. Ah, Dolores. Ich sehe dich gar nicht. Ist mir scheißegal. Ist mir völlig wurscht. Ich sehe dich nicht. Es ist mir so egal, ob du hinter mir bist. Ist mir vollkommen egal. Knutz die Pups, ist mir das. Ah, guck mal. Ich habe Tabletten. Nehmen wir gleich mal ein paar. So ein paar. Unser Geisteszustand ist nämlich schon total im Eimer. Also, okay. Können wir hier... Haben wir hier ein Messer? Ah, hier hat man noch gar nicht geguckt, ne? Was ist das? Mensch, hat die Bini nicht geguckt? Hat die Bini nicht gescheit geschaut, ne? Lesen wir zu. Steuerung des Todes, ey. Hatte ich hier schon? Nö, ne? Ich habe in der Küche gar nicht geguckt gehabt. Warum? Ey, was ist denn das? Will ich das wissen? Was haben die denn da für komische Sachen drin, ey? Vor allem voll die Riesenpackungen, ne? Irgendwie. Aber da ist eh nix. So, den hatten wir. Da hatten wir ja schon. Oh. Nee, warte mal. Der war auch das letzte Mal so rimpelig zum Öffnen. Aber hier ist ja nix, ne? Der ganze Alkohol ist leer. Warum wohl? Hier oben. Das aufmachen. Umständlich. 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 Ist da was drin? Zu klein? Oh, guck mal. Conny, lustige Frühstücksflocken. Hier ist nichts drin, ne? Da ist noch Alkohol drin. Den ich jetzt gut gebrauchen könnte. Vielleicht, eventuell. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Wollen wir nicht... Sind wir eventuell... Das hatte ich schon mal gefragt, ne? Sind wir der Mann eventuell von diesem Haus hier? Der jetzt aktuell da drin gewohnt hat? Und wir sind der, der unsere Frauen, unsere Kinder umgebracht hat? Hier ist irgendwas mit interagieren. Ganz am Anfang vom Einspieler. Und wir haben unsere Frauen, unsere Kinder ermordet, weil wir in den Wahnsinn getrieben wurden von Frau Dolores, weil Dolores uns das befohlen hat. Kann das sein? Da ist noch ein Spiegel zum Zerkloppen. Kann das sein? Ja, dann mach halt an, wenn es so ordnungsgemäß funktioniert. Ist ein bisschen dunkel hier. Ach, Manometer. Ich vermute fast, das ist so, ne? So, jetzt habe ich schon wieder voll den Faden verloren. Eier hier durch das Haus, weil ich mich um alles Mögliche drücke, weil ich will eigentlich gar nicht weiter erkunden. Ich bin ehrlich. Wir haben einen Teil vom Mobile. Das ist ja schon mal was, ne? Da müssen wir noch irgendwo ein Messer finden, wo ich nicht weiß, wo es ist. Müssen wir welche Schlüssel finden. Für unzählige Türen. Manchmal mal schnell speichern. Wer weiß, welche verrückte Frau jetzt gleich wieder angerannt kommt. Da waren wir schon drinnen.
Wir haben schon ein paar Mal Droschkas. So, macht sie eh wieder alle aus. Ich mache das extra, damit sie was zu tun hat, damit sie beschäftigt, die ganzen Lichter wieder auszumachen. Der Kompass ist jetzt im Lagerraum verstaut. Super. Da ist er doch. Der ist überhaupt nicht im Lagerraum verstaut. Lüg halt nicht. Ah, wir müssen wieder da runter, ne? Wir müssen wieder ins Grauen. Ah, ich habe da überhaupt keinen Bock, da hinzugehen. Da war noch verschlossen, ne? Nee, warte mal. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ohne Mist, ich weiß schon gar nicht mehr. Wo kamen wir denn da jetzt nochmal raus? Oh, ich habe komplett die Orientierung in diesem Haus verloren. Aber komplett. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir wie wohin kommen. Oh, aber ich glaube, die zweite Frau war eine andere Frau, oder? Die jetzt da stand. Das war gar nicht Dolores, oder? Ich weiß schon gar nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer uns alles hier heimsucht. Aber sind wir das? Sind wir der Mann, der am Anfang die erschossen hat? Ah, okay, hier sind wir richtig. Mal. Ich glaube, ich hätte jetzt lieber mal Licht. Ich hätte lieber mal die Erleuchtung. So. Und ich glaube, ich hätte gerne eigentlich wieder mein Schürhaar, also mein... Ach, guck, gut. Also das verstehe ich nicht so ganz. Warte mal, muss ich den wieder wegschmeißen? Also ganz ehrlich, das ist mir nicht ganz so geheuer, das Ganze. So, dann hoffentlich bist du da wieder verstaut. So, wo waren wir denn jetzt? Noch nicht. Oben hatten wir, wie gesagt, oben hatten wir ja noch Spiegel, die wir zerschlagen könnten. Dann hatten wir hier noch nicht so viele Schlüssel. Da waren wir schon. Da möchte ich eigentlich nicht gern wieder hin. Die Frau brät uns wieder wie bei Hänsel und Gretel. Ja, da kommen wir ja nicht hoch, ne? Also es ist irgendwie total seltsam. Kommen wir eigentlich diesen langen Gang, den wir da vorhin lang gelaufen sind, eigentlich wieder zurück? Gruselig. Ach nee. Kommen wir nicht. Ich würde es gerne anzünden. So. Hier noch irgendwas? Oh, guck mal. Oh, diese... Warum ist denn eigentlich hier so dunkel? Alles voll. Blickt doch kein Mensch mehr durch, ey. Ich wollte da gerne noch die Tabletten mitnehmen. Der ist doch eigentlich gar nicht da, dieser Kompass. Hält sie jetzt auch irgendwo, keine Ahnung wo. Hä? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Guck mal, da liegen so ein paar Feuerzeuge. Können wir jetzt aber nicht mitnehmen, ne? Oh, Leute. Macht mich ganz nervös. Hast du wieder überall das Licht ausgemacht? Ach. Was ist jetzt schon wieder im Lagerraum verstaut? Ich blick hier null durch. Ach, das Teil. Jetzt flippt hier so ein bisschen... Okay. Jetzt liegen hier die Feuerzeuge. Leute, keine Ahnung. Irgendwie blicke ich hier nicht so durch mit dem, mit dem Inventar und der Steuerung. Setz nicht so meins, ey. Ohne Mist. Ich
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das der offizielle Weg ist, aber irgendwie finde ich keinen anderen. Ich check bloß den. Also nehmen wir den. Also wir haben nämlich noch ein paar Spiegel, die wir zerschlagen können. Vielleicht kommen wir dann mal weiter. Ich weiß, wir müssen ja irgendwie noch Schlüssel finden, unzählige. So. Also den haben wir aber zerschlagen, ne? Warte mal, den haben wir auch. Wo war denn jetzt die ganzen? In dem einen Raum waren ja noch welche. Warte mal. Da war ja auch noch ein Schlüssel. Ein Schlüssel, ein Spiegel. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Das spackt irgendwie hier rum gerade. Ja, mach mal. Wenn du meinst. Geht gerade nicht. Hä, warum? Es liegt schon alles hier am Boden, ne? Irgendwas ist jetzt hier kaputt. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Okay, ich schau mal, dass ich es wieder heile mache. Und dann werden wir dann den Spiegel zerschlagen im nächsten Teil. Und ach, oh, diese Dolores regt mich auf. Und alles in diesem Haus regt mich auf. Oh, bin ich froh, wenn wir diesem Albtraum überhaupt mal entkommen können. Und wir vielleicht herausfinden, wer wir sind. Aber ich vermute fast, wir sind der am Anfang. Eigentlich habe ich gar kein, eigentlich kein Mitgefühl mit dem, aber schauen wir mal, warum er das vielleicht gemacht hat. Vielleicht finden wir es noch heraus, vielleicht auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch die Mobili-Teile finden. Eins Hammer. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Und ich glaube, ich bin schon völlig wahnsinnig. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Let's Play. Bis dann. Tschüss.